Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Es ist heute immer noch der 1. Mai und abends um 9 juckt mir das Fell, dass ich doch noch die paar Seiten zu Ende kriegen möchte, die ich heute Nachmittag mit Michael zusammen angefangen habe zu lesen, die Jesuiten in Spanien. Ich habe gesehen, das sind nur noch knapp 5 Seiten. Das war natürlich vorhin, um das in einer Lesung unterzubringen, mit dem Michael zu viel. Und vielleicht ist es heute für diese eine Lesung jetzt zu wenig, weil normalerweise lese ich mehr als 5 Seiten. Mal sehen, entweder fange ich dann direkt an mit dem nächsten Teil, wo wir zu den Jesuiten in Frankreich gehen, oder ich mache hiermit ein kürzeres Video und breche das dann eben ab, wenn wir das Thema Spanien hinter uns haben. Je nachdem, mal schauen, in welcher Stimmung ich bin und wie die Lesung denn so geht. Ich hoffe jedenfalls, dass euch diese Buchlesung von Karl Theodor Griesinger ebenso gefällt wie mir. Ich finde, er hat einen sehr, sehr schönen Schreibstil und ich lerne auch sehr viel bei diesem Buch immer noch bei, weil die Details, die er bringt über die Art und Weise, wie die Jesuiten sich die Könige dieser Welt untertan gemacht haben, wie sie die verschiedenen Regionen dieser Welt erobert haben, das finde ich eine sehr interessante Art und Weise, wie er das schreibt, und auf die Art und Weise macht es auch Spaß, das zu lesen und da ein wenig drin zu lernen. Für diejenigen, die den Fall hier vor, also die Lesung hier vor, nicht gesehen haben, gehen wir nochmal eben kurz ein paar Sätze oder besser auf ein kleines Stückchen zurück, hier auf das Ende von Seite 224. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ja, wer den Teil hier vor nicht gesehen hat, jeder sollte sich alle Teile dieser Buchlesung angucken, um das zu verstehen. Aber wir sprechen hier in diesem Fall jetzt von König Philipp II. In Spanien. Und er schreibt hier im Gegenteil, der Gedankenkreis, ja, der diesen König Philipp II. Von Spanien beherrschte, hatte gar enge Grenzen und beschränkte sich auf einen starren Bigottismus. Glaubenseinheit, Vertilgung der Ketzerei, Unterdrückung aller Volksrechte, so hießen die Zielpunkte, nach denen er strebte, und er suchte sie zu erringen durch den schroffsten, starrsten und grausamsten Despotismus, den je ein Gesalbter des Herrn ausgeübt hat. Nun aber, wenn dem so war, darf man sich noch darüber wundern, wenn die Jesuiten ihn, den Philipp II., ausersahen, um durch ihn die römisch-jesuitische Universalmonarchie zu gründen? Wenn sie ihn und seinen Stamm, wie ich es im vorhergehenden Abschnitt näher geschildert habe, zum Oberdespoten von Europa machen wollten? Ich glaube nicht, dass man sich darüber wundern darf. Aber lesen wir weiter. Nachdem zweimal zwischen den Jesuiten und ihrem General Jakob Leines und dem König Philipp II. Dieser Vertrag abgeschlossen worden war, ging es mit der Ausbreitung des Ordens Jesu in Spanien wahrhaft mit Riesenschritten. Und es entstanden nacheinander eine ganze Legion von Kollegien, von denen viele, wie die zu Saragossa, Cordoba, Sevilla, Cádiz, Malaga, Granada, Murcia, Valencia, Maloria, Santiago de Compostela, León, Cuenca, Belmont, Plasencia, Montilla, Trigueros, Toledo, Logrono, Ocama, Anata, Salamanca, Talavera, Monterrey, Burgos, Medina del Campo und Madrid durch universitätlichen Glanz sich auszeichneten. Die höchste Stufe der Macht erlangte der Orden der Jesuiten aber erst, als Franz von Borgia anno 1568 zum Nachfolger des Leines berufen wurde. Denn ihm, einem geborenen Granden von Spanien und früheren Vizekönig von Katalonien, schlug Philipp II. Seine Bitte ab, und dem Beispiele des Monarchen folgten natürlich die Großen des Reichs mit Devotion nach. Doch soll ich nun all die Besitzungen, die den Orden in Spanien so allmächtig machten, einzeln aufzählen? Ich denke, es genügt, wenn ich eine allgemeine Übersicht gebe und sage, wie es damit am Ende des 16. Jahrhunderts stand. Damals war Spanien jesuitischerseits in 4 Provinzen abgeteilt, in die von Toledo, die von Aragon, die von Kastilien und die von Sevilla.
und jede derselben wetteiferte mit der anderen, sowohl in Beziehung auf die Anzahl der Etablissements als in Beziehung auf die Anzahl der Ordensmitglieder. So zählte die Provinz Toledo 2 Professhäuser in Toledo und in Madrid, 2 Novizhäuser in Madrid und Villarejo, 22 Kollegien und Seminarien, 4 Residenzen und nicht weniger als 700 Ordensmitglieder. So die Provinz Aragon ein Professhaus in Valencia, ein Novizhaus in Tarragona, 14 Kollegien und Seminare, 3 Residenzen und etwa 500 Jesuiten. So die Provinz Kastilien ein Profess und Novizhaus, jeweils in Garcia gelegen, 29 Kollegien, 2 Residenzen und gegen 600 Jesuiten. So die Provinz Sevilla, ein Professhaus in Sevilla selbst, 2 Novizhäuser in Sevilla und Baeca, 27 Kollegien und Seminarien, 2 Residenzen und 700 wirkliche Ordensmitglieder. Nicht minder großartig entwickelten sich die Jesuiten in den damals zu Spanien gehörenden Nebenländern, welche Philipp II. Von seinem Vater geerbt hatte, und sie zählten nur allein in der Provinz Neapel ein Professhaus, 2 Noviziate, 26 Kollegien, eine Residenz, nebst wenigstens 600 Loyoliten. In Mailändischen hatten sie 2 Professhäuser, 3 Noviziate, 16 Kollegien, 6 Residenzen und 500 Ordensmitglieder. Noch zahlreicher waren ihre Besitztümer in Sizilien, und zwar bestanden sie aus 2 Professhäusern, 2 Noviziaten, 22 Kollegien nebst 700 Jesuiten. In Sardinien dagegen gab es nur 6 Kollegien nebst 2 Professhäusern, einem Probehaus und etwa 200 Ordensmitgliedern. Am fruchtbarsten erwies sich der belgisch-niederländische Acker, denn die Söhne Ignazi erwarben dort in kurzer Zeit 2 Professhäuser, 3 Noviziate, 25 Kollegien und 6 Residenzen mit etwa 700 Jesuiten und würden unstreitig noch mehr erworben haben, wenn die leidige Rebellion der Generalstaaten von Holland nicht der Herrschaft Philipps II. In der Hälfte seines dortigen Territoriums ein Ende gemacht hätte. Doch sieht man nun nicht schon aus dieser bloßen Übersicht, wie ungeheuer die Macht der Societät Jesu unter Philipp II. In Spanien und seinen Nebenländern anschwoll? Tja, und ich kann natürlich nicht umhin, um hier nochmal einen kurzen Kommentar mit abzugeben, da es ja hier gerade eben darum ging, wie es unter anderem eben auch in den Niederlanden aussah. Niederlanden, das ist ja auch Flandern gewesen damals, ne? Belgisch-niederländischer Acker, also das ist ja, das Land Belgien an sich gab es ja damals noch nicht, das wurde erst eine Nation 1831, aber natürlich gab es Belgien im Grunde schon, ne? Also Flandern zumindest gab es und darüber Niederlande gab es. Und ich lebe ja heute hier in Belgien, jetzt schon heute sogar am 1. Mai, mein 28-jähriges Jubiläum, dass ich hier in Belgien wohne. Und dieses Land ist gespickt, aber wirklich im wahrsten Sinn des Wortes gespickt mit Jesuiten, wo du gehst und stehst. Die Schulen, die Schule, auf der ich früher studiert habe, Heilig Hart, also Heiliges Herz, die ist hier 5 Kilometer von wo ich jetzt wohne entfernt. Da habe ich 1993 Marketing studiert. Ist natürlich eine katholische Schule und ist, so wie die ganze Löwenzer Universität, von Jesuiten kontrolliert und regiert. Was ich damals natürlich nicht wusste. Ich war ja bis vor ein paar Jahren total blind für solche Sachen. Und in der Schule ist sogar vor ein paar Jahren der Adolfo Nicolás, der General der Jesuiten zu der Zeit, aufgetreten, hat einem Meeting beigewohnt und auch verschiedene Vorträge dort gehalten. Ne? Die haben hier ein Provinzialmeeting gehabt in der Schule. Und unter anderem zum Beispiel der Hermann van Rompuy, den kennt ihr vielleicht auch noch, als der hat sich ja damals selbst zum Präsidenten der EU erklärt, mehr oder weniger. Der ist Jesuiten geschult in 3 verschiedenen Jesuitenschulen hier in Belgien. Und also Jesuiten geschult von klein auf an. Und Hermann van Rompuy, ein anderer Politiker, den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnen,
Welchen wollte ich denn erwähnen? Den Liberalpolitiker da, Verhofstadt, ist auch Jesuiten geschult. Der ist auch ein Vertreter, ein hoher Vertreter in der Europäischen Union, also in Brüssel, aber für die Europäische Union, jetzt aus der belgischen Politik rausgenommen. Der war hier ein paar Jahre Premierminister der Liberalen Partei, auch Jesuiten geschult. Also ich kann sie im Grunde gar nicht alle aufzählen. Und natürlich der ja, Van Rompuy, ne? Hatte ich ja schon gesagt. Also dieses Land ist unglaublich gespickt mit Jesuiten. Von daher wundert mich das fast nicht, dass selbst der Griesinger hier damals ja schon darauf eingeht, wo er sagt, die belgisch-niederländische, der belgisch-niederländische Acker, so wie es hier steht, ja, der ist heute immer noch mindestens ebenso ertragreich, meine ich doch, feststellen zu können. Trotz allem aber, fährt der Autor fort, darf man nicht glauben, dass die übrige Geistlichkeit Spaniens und besonders der Dominikanerorden sich der Übermacht, welche die Jesuiten in so kurzer Zeit gewonnen, ruhig und ohne Gegenwehr gefügt hätte. Im Gegenteil wandten sich verschiedene Bischöfe und Universitätsprofessoren unmittelbar an König Philipp II., um ihn über das unheilvolle Gebaren des Ordens aufzuklären. Und der berühmte Doktor der Theologie Benito Arias, genannt Montanus, widmete dem Monarchen schon 1571 eine Denkschrift, worin er ihm bewies, dass notwendig das größte Unheil daraus entstehen müsste, wenn man den Jesuiten erlaube, sich in Regierungsangelegenheiten zu mischen. Noch weiter gingen die Dominikaner, denn sie zogen nicht nur einzelne Mitglieder des Ordens Jesu vor das furchtbare Tribunal der Inquisition, dessen Gewalt ihnen anvertraut war, sondern sie drangen sogar anno 1590 mit allem Nachdruck in den damals regierenden Papst Sixtus V., dass er die Statuten des Jesuitenordens einer näheren Prüfung unterwerfe und namentlich der grenzenlosen Herrschaft desselben eine Grenze setzte. Nun, hier muss ich eben zwei Dinge zu bemerken. Und ich weiß jetzt, ich möchte jetzt den Autor hier nicht als ignorant oder irgendetwas bezeichnen, aber wir haben in Herrscher des Bösen gelernt, dass 1540 der Jesuitenorden gegründet wurde und 2 Jahre später die Jesuiten die Inquisition von den Dominikanern übernommen hatten. Und hier erzählt uns jetzt der Griesinger, dass die Jesuiten teilweise von der Inquisition angeklagt wurden. Ja, also irgendwas stimmt da geschichtlich jetzt nicht. Da müsste man sich jetzt mal ein wenig Gedanken drüber machen, was jetzt richtig ist. Aber es ist ja auch oftmals so, die Jesuiten sind ja alles für jedermann. Und sie sagen alles, außer jemals die Wahrheit. Und von daher kann es natürlich durchaus sein, dass das auch hier schon ein Ablenkungsmanöver war, nur um dafür zu sorgen, dass man eben sagt, schau, die Jesuiten, da muss man vorsichtig mit sein. Und dass sie halt diesen Dominikanerorden auch irgendwie unterwandert haben, könnte ich mir gut vorstellen. Mir ist auf jeden Fall nicht bekannt, dass jemals ein Jesuit von der Inquisition zu Tode gefoltert oder zu Tode verurteilt wurde. Das ist mir geschichtlich bis jetzt nicht bekannt. Vielleicht kommt das noch. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wie auch immer. Jedenfalls ist das hier ein Widerspruch von verschiedenen Lehren, die ich habe. Aber wir sprechen natürlich hier auch von Spanien und wir haben natürlich auch die spanische Inquisition. Vielleicht waren die Jesuiten in Spanien nicht diejenigen, die damit beauftragt waren, die Inquisition fortzusetzen. Vielleicht haben sie den Dominikanerorden nur in anderen Ländern abgelöst. Da bin ich jetzt nicht von auf der Höhe. Nur möchte ich hier eben das anführen, dass ich normalerweise bis jetzt gelernt habe, dass 1542 die Jesuiten die Inquisition von den Dominikanern übernommen haben, die sie bis dahin ausgeübt hatten. Und wenn hier steht, dass die Dominikaner dem Papst Sixtus V. auftragen, die Statuten des Jesuitenordens einer näheren Prüfung zu unterziehen oder zu unterwerfen, und dann der grenzenlosen Herrschsucht desselben eine Grenze zu setzen,
Da kann ich uns nur mal eben zurückverweisen auf eine frühere Lesung, in der wir gelernt haben. Das war, glaube ich, die siebte Lesung, habe ich davon gesprochen, wo wir gelernt hatten von der Bulle in junctum nobis. Ja? Erinnert ihr euch vielleicht noch? Ich muss mal eben hier das Bild, kann ich mal eben suchen. In junctum nobis, da hatte ich ja davon gesprochen. Das war eine Bulle, die gemacht wurde 1543 und dann nochmal in Wirkung gestellt, in Arbeit gestellt wurde auf dem Konzil von Trient 1545. Und in dieser Bulle in Junctum Nobis haben wir gelesen, in demselben Buch hier, Zitat, eine Ermächtigung, die der Orden bekommen hat, dass, Zitat, sowohl Loyola als auch jeder künftige Ordensgeneral zwar unter Einholung des Rats der vornehmsten der Gesellschaft, aber sonst völlig nach Willkür die Gesetze des Ordens ändern, respektive aufheben oder mit Zusätzen versehen oder ganz neu kreieren könne, je nachdem dies die Umstände für nötig oder vorteilhaft erscheinen lassen. Und dass diese veränderten oder neu geschaffenen Konstitutionen, selbst in dem Fall, wenn der römische Stuhl gar keine Kenntnis von ihnen habe, dieselbe Gültigkeit haben sollten, als hätte dieser der Papst bestätigt. Ja? Als hätte sie der Papst bestätigt. Sorry, dieser. Als hätte sie der Papst selbst bestätigt. Ja? Solche steht wörtlich in der Bulle in Junctum Nobis. Nur was ist jetzt der Punkt, den ich machen will? Was wir jetzt hier gerade eben gelesen haben in dem Buch. Ja, was zeugt das? In dem Buch, wo hier drin steht, dass die Dominikaner Papst Sixtus dem Sekten sagen, dass er die Statuten des Jesuitenordens einer näheren Prüfung unterwerfe und namentlich der grenzenlosen Herrschsucht derselben eine Grenze setzen soll. Das kann er gar nicht. Das kann er gar nicht, weil mit einer Bulle die höchste schriftliche Ausdrucksweise, die der Papst hat, die meist autoritative, ja, Ausdrucksweise, die der Papst hat, damit wurde bereits in der Bulle in Junctum Nobis festgesetzt, mehr oder weniger, dass der Papst seine Macht an den General der Jesuiten abtritt. Das habe ich ja damals in Lesung 7, vielleicht auch noch ein bisschen in Lesung 8, habe ich das erklärt. Schaut euch das gerne nochmal an. Hier widerspricht dann im Grunde der Griesinger seiner eigenen Geschichtslehre, die er uns vorher in dem Buch erzählt hat. Und ich bin mit diesem Fakt, den er hier erzählt, jetzt nicht ganz einverstanden, weil schließlich widerspricht er sich da. Es ist ja gut möglich, dass der Orden das gesagt hat, nur inwieweit kann der Papst dann überhaupt etwas tun? Lass es uns mal so sagen. Ja? Damit würde sich dann der Griesinger wenig widersprechen. Aber kein anderer Orden, der jemals in der römisch-katholischen Kirche aufgerichtet wurde oder errichtet wurde, hat so viel Macht gehabt wie die Jesuiten. Und eine Macht, die man einmal gibt, die lassen die Jesuiten nie wieder los. Aber lesen wir weiter. In der Tat ging auch Sixtus auf die Beschwerden der Dominikaner ein, und es hatte allen Anschein, als ob er die gefährliche Sozietät einer gründlichen Reform unterwerfen wolle. Vor allem befahl er, dass die Jesuiten sich künftig Ignatia nach ihrem Stifter Ignatius zu nennen hätten, indem der Name Jesuit allen Anhängern Jesu, also allen Christen, zukäme. Weiter verlangte er von ihnen, dass sie sich künftig nicht mehr mit weltlichen Geschäften abgeben und namentlich von der höheren Politik abstehen sollten. Schließlich meinte er, es wäre das Beste, wenn die Söhne Loyolas sich bescheiden würden, Mönche zu werden, wie die Mitglieder der übrigen Orden, und das Lob des Herrn in der stillen Zurückgezogenheit von Klöstern zu singen. Das waren grässliche Zumutungen. Zumutungen, welche so viel hießen als Vernichtung der Sozietät, so wie sie bisher bestand. Und der General des Ordens, in diesem Fall Claudio Acquaviva, ließ daher in allen Jesuitenkirchen Litaneien beten, in welchen Gott um Beistand gegen die Reformprojekte des Papstes Sixtus des V., jenes Greisen mit dem eisernen Kopf, angefleht wurde. Auch halfen die Litaneien in der Tat. Denn der Papst starb bereits,
Denn der Papst starb bereits den 27. August des genannten Jahres, ohne dass er seine Reform hätte durchführen können, und es entstand deshalb das Sprichwort: Wenn der Orden Jesu eine Litanei betet, so wird der heilige Stuhl erledigt. Ja, wenn man dann gegen die Leute vorgeht, ne, nach dem Motto, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, was passiert dann? Dann wird man als Papst eben ermordet. Und das ist dann doch eine Bestätigung, dass da Griesinger hier schreiben kann, was er will, dass die Bulle in Junctum Nobis in voller Wirkung ist, auch hier in diesem Zeitpunkt noch. Wenn der Orden Jesu eine Litanei betet, so wird der heilige Stuhl erledigt. Der Nachfolger Sixti aber, Gregor der IX., der unter Aquavivas Einfluss gewählt wurde, annullierte sogleich alles, was sein Vorgänger gegen die Söhne Loyolas angeordnet hatte, und die Dominikaner konnten also für diesmal wenigstens mit ihren Klagen nicht durchdringen. Derselbe Kampf um die Oberherrschaft, der schon unter Philipp II. Begonnen hatte, setzte sich unter seinem Nachfolger Philipp III. Zwischen 1598 und 1621, Philipp IV. Anschließend bis 1665 fort. Und das eine Mal waren es die Dominikaner, das andere Mal die Jesuiten, welche über das Herz und den Zepter des Monarchen zu gebieten hatten. Nicht in Abrede ziehen lässt sich jedoch, dass die Söhne Loyolas unter diesen beiden Regenten eher an Terrain verloren als gewannen, und dass sie sogar zeitweise viele Mühe hatten, am Hof das Feld nicht ganz räumen zu müssen. Da lesen wir eben mal weiter in einer Fußnote am Ende der Seite, in der wir lesen: Insbesondere war dies im Jahre 1636 der Fall. Damals nämlich verlangte Philipp IV., oder vielmehr sein erster Minister, der Graf Olivares, um den Krieg mit Frankreich fortsetzen zu können, von der Gesamtgeistlichkeit Spaniens eine gewisse Geldbeisteuer und machte den Anfang damit bei den Jesuiten. Wir verpflichten uns, erwiderte der Provinzial, allein ebenso viel Geld anzuschaffen als die übrigen Körperschaften zusammen. Darum beginne man mit diesen und wende sich zuletzt an uns. Holt erst das Geld bei den anderen und dann werdet ihr sehen, wie viel wir oben drauflegen. Dies geschah und alle Orden sowie alle Weltgeistlichen taten das ihre, oft über ihre Kräfte. Nun erneuerte Olivares sein Verlangen, den Provinzial an sein Versprechen erinnernd. Allein, was erwiderte dieser? Die verschiedenen Universitäten Spaniens, meinte er, hätten ein Grundvermögen von mindestens 8 Millionen Dukaten, und aus den Zinsen dieses Vermögens bestreite man die Besoldungen der Professoren. Nun aber erbiete sich der Orden Jesu alle Lehrstühle an den Universitäten gratis, also ohne irgendeinen Besoldungsanspruch zu übernehmen. Somit könne der König die 8 Millionen Dukaten einziehen, ohne dass dem Staat Schaden erwachse. Das ist eine Geldpolitik. Nicht minder viel Geld könne der König dadurch gewinnen, wenn er mit Genehmigung des Papstes die sämtlichen Besitztümer der geistlichen Brüderschaften in Spanien und Indien einziehe, und auch dies könne ohne Schaden geschehen, wenn die Jesuiten seien zahlreich genug, um alle Predigtstühle sowie alle Beichtväterstellen zu übernehmen. Ende Zitat. Das war die Rückantwort der Jesuiten. Und auf was sie dabei abgesehen hatten, liegt nur zu deutlich am Tage. Allein dafür bekamen sie auch die Gesamtgeistlichkeit nebst allen Universitäten Spaniens auf den Hals, und sie hatten lange Zeit große Mühe, sich ihrer zu erwehren. Also das finde ich eine herrliche Politik. Da kommst du zu den Jesuiten und sagst, bezahl mal, sagen die, ja, bezahlt ihr erstmal und dann werden wir das bezahlen, was ihr alle zusammen bezahlt. Dann sammeln sie das ganze Geld ein und dann sagen sie von, schaut mal, wir bezahlen unsere Professoren nicht. Ihr bezahlt den so und so viel, das macht 8 Millionen Dukaten, das ist unser Beitrag. Was der Staat spart, an uns auszugeben, das geben wir, mit anderen Worten.
Was für eine Milchmädchenrechnung. Aber doch irgendwie lustig, wie das hier gemacht wird. Ja, Entschuldigung für das kleine Geräusch. Ich muss eben meinen Rollladen hier runter machen. Es ist nämlich dunkel und mein Licht zieht sonst die Mücken an. Und dann kann ich heute Nacht nicht schlafen. Hier wollen ja nicht, dass die ganzen Mücken hier reinkommen. Das finde ich eine interessante Fußnote hier. Gut, dann lesen wir nochmal eben weiter in dem Brief hier. In dem Dokument. Ganz anders wurde dies, als nach Philipps dem vierten Tod seine Witwe Maria Anna von Österreich über ihren minderjährigen Sohn, den künftigen König Karl II., der zwischen 1665 und 1700 regierte, die vormundschaftliche Regierung übernahm. Denn sie war so sehr in den Händen der Jesuiten, dass sie sofort ihrem Beichtvater Everard Ritard den Titel eines Großinquisitors übertrug und überhaupt gar nichts tat, aber auch wirklich gar nichts tat, ohne ihn vorher um Rat gefragt zu haben. Natürlich spielen die Dominikaner Feuer und Flamme, und zu ihnen hielt nicht nur die gesamte weltliche Geistlichkeit, sondern auch fast der gesamte Adel. Wie man aber vollends herausbrachte, dass Ritard ein geborener Deutscher, sowie dass dessen beide Eltern protestantische Ketzer gewesen seien, da stieg der Unwille noch viel höher, und es fehlte nur eines Zünders, um die Revolution ausbrechen zu lassen, würden wir heute sagen. Nun stellte sich der Feldmarschall Don Juan d'Austria, ein unehelicher Sohn Philipps IV., den ihm die Schauspielerin Maria Calderma geboren hatte, an die Spitze der Missvergnügten und verlangte, gestützt auf die Armee, welche ihm unbedingt anhing, am 23. Februar 1669 kategorisch die Absetzung des Großinquisitors. Wenn der Pater Sittard, erklärte er der Regentin, nicht binnen einer Stunde die Tore Madrids hinter sich habe, so werde er ihn zu denselben hinauswerfen. Und sowohl Ritard als Maria Anna sahen ein, dass es ihm mit dieser Erklärung blutiger Ernst sei. Somit nahm Ritard sofort französischen Abschied und ging nach Rom, wo ihn die Regentin bei Clemens X. Als ihren Gesandten akkreditierte. An seine Stelle in Madrid aber trat der Pater Moyer, der einer der berüchtigsten Jesuiten, die es je gab, und die Gegenpartei hatte also durch die Revolution nicht viel gewonnen. Mit Karl II. Starb die Linie der spanischen Habsburger aus, und es kam nun nach einem 12-jährigen Krieg ein Enkel Ludwigs XIV. Von Frankreich, der zweite Sohn des Dauphin, unter dem Namen Philipps V. auf dem Thron. Auf ihn bauten die Jesuiten die größten Hoffnungen, denn er war ja, wie gesagt, ein Enkel Ludwigs XIV. Und in der Tat schlugen auch ihre Hoffnungen nicht fehl. Er brachte nämlich aus Frankreich den Vater Guillaume d'Aubenton, eines der verschlagensten Ordensmitglieder, als Beichtvater mit, und dieser beherrschte sowohl ihn als die Königin Marie-Gabrielle von Savoyen, die Freundin Madame de Orfigny ebenfalls nicht zu vergessen, verschiedene Jahre lang so vollkommen, dass alle Gnaden nur von ihm ausgingen. Nach d'Aubentons Tod wurde der Pater Juan Marino zum Gewissensrat des Monarchen erhoben und derselbe verschlagene Jesuit, der von Ludwigs dem 14. Beichtvater Letellier, de la Chaise, ja, das war Ludwigs dem 14. Beichtvater, muss hier ein Vorgänger lang gewesen sein, Letellier, herangebildet worden war, beriet auch noch seinen schwachen und gemütskranken Nachfolger Ferdinand VI. Zwischen 1746 und 59. Mit einem Worte also, unter den spanischen Bourbons stieg die Macht der Jesuiten höher denn je, und nur ganz wenige Spanier, so schreibt Lorente in seiner Geschichte der spanischen Inquisition wörtlich, nur ganz wenige hatten den Mut, ihrer Partei entgegenzutreten, dieweil man, wenn man dies tat, auf jedes öffentliche Amt und jede geistliche Würde unbedingt verzichten musste. Und das setzt ein Ende hinter die Lesung von Griesinger. Vollständige Geschichte der offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt der Jesuiten über das Thema
Spanien. Und wir widmen uns der Machtstellung der Jesuiten in Frankreich zu. Denn ich nehme gerade mal erst eine halbe Stunde auf und dann machen wir halt einen Einstieg in ein neues Kapitel. Die Machtstellung der Jesuiten in Frankreich. Weit schwerer als in den drei genannten Ländern, Italien, Portugal und Spanien, wurde es den Jesuiten, sich in Frankreich bleibende Niederlassungen zu gründen, obschon sie auch hier nichts unversucht ließen, was ihnen anderswo Geltung verschaffte. Schon Loyola gab sich alle Mühe, die Franzosen mit seinem neu gegründeten Orden zu beglücken, und sandte gleich am Anfang seines Generalats 16 seiner Schüler, meist Spanier, nach Paris, unter dem Vorwand, dass sie auf der dortigen Universität ihre theologischen Studien vollenden sollten. In Wahrheit aber, damit sie das dortige Terrain sondierten und dem Jesuitismus Freunde gewännen. Sie hatten aber entweder sehr wenig Geschick oder sehr viel Unglück, denn kein Mensch nahm Notiz von ihnen und Loyola musste ihnen sogar das zum Lebensunterhalt nötige Geld von Rom aussenden. Eine andere Wendung schien ihre Sache zu nehmen, als die berühmten Patres Laynez und Salmeron anno 1546 auf dem Konzil zu Trident, also Trent, den Bischof von Clermont, Guillaume du Prat, kennenlernten und so sehr für ihren Orden zu interessieren wussten, dass ihnen dieser außerordentlich reiche Prälat, er war schließlich der Sohn des früheren Kanzlers von Frankreich, ein ihm eigentümliches Haus nebst anstoßender Kapelle in der Straße Saint-Jacques zu Paris schenkte. Nun hatten sie doch einmal ein Besitztum, von welchem aus sie weiter operieren konnten, und selbstverständlich zog sofort eine Anzahl von Patres daselbst ein, um die Operation alsbald zu beginnen. Allein, was half sie ihr Herumlaufen in den Spitälern und ihr fanatisches Predigen an den Straßenecken? Was half sie das Selbstauspeitschen und ihr ganzer sonstiger Apparat? Die Pariser waren weder Spanier, noch waren sie Italiener, und somit lachte man ihnen ins Gesicht, wo sie sich nur blicken ließen. Überdem bekamen sie alsbald mit der Geistlichkeit Händel, und diese versäumte nicht, ihnen öffentlich den Titel von Heuchlern zu geben. Ja, ein Doktor der Sorbonne, das ist ein Professor an der Theologischen Fakultät zu Paris, ja, die Sorbonne kennen wir ja, gehen wir gleich in die Fußnote, gab sogar ein Flugblatt gegen sie heraus, in welchem er der Regierung bewies, dass es das Beste wäre, wenn man sie sofort als Bettler und Vagabunden mit Schimpf und Schande aus dem Lande jagte. Ja, okay. Ein Doktor der Sorbonne, das ist die Theologische Fakultät in Paris. Da lesen wir in der Fußnote. Ums Jahr 1250 stiftete Robert, gebürtig von Sorbonne in der Champagne, der Kanzler Ludwigs des Heiligen in Paris ein Collegium Pauperum Magistrorum Studentium in Theologica Facultate. Das ist eine Bildungsanstalt für arme, junge, Weltgeistliche. Und diese Anstalt nannte man nach ihrem Stifter die Sorbonne. Oder die Sorbonne, ja, das wird wohl eh sein hier hinten. Weil aber das Lehramt da selbst von den Professoren der Theologischen Fakultät an der Pariser Universität versehen wurde, ging der besagte Name endlich auf die Theologische Fakultät selbst über und man hieß diese seit dem 14. Jahrhundert nie mehr anders als die Sorbonne. Ja, zur Geschichte dieser Universität, die wir ja heute noch kennen. Es heißt hier also in Latein Collegium Pauperum Magistrorum Studentium in Theologica Facultate. Also ein Collegium Pauperum wird wohl Papst sein, ein päpstliches Kollegium zum Magisterstudium an der Theologischen Fakultät. So würde ich das jetzt übersetzen. Aber wie der Griesinger sagt, das ist halt eine Bildungsanstalt für arme, junge Weltgeistliche. Kleine Geschichte über die Sorbonne, mal eben mitgenommen. Das war ein schlimmer Anfang und eine grobe Abfertigung dazu, doch es sollte bald besser kommen. Im Jahr 1549 nämlich machte der Kardinal Karl von Lothringen
einer der einflussreichsten Männer des damaligen Frankreichs und dem ebenso mächtigen als reichen Hause der Guisen, ist das wohl hier? Ja, ich kenne das Haus jetzt nicht, aber also, der Kardinal Karl von Lothringen, einer der einflussreichsten Männer des damaligen Frankreichs und dem ebenso mächtigen als reichen Hause der Guisen, angehörig, eine Reise an den päpstlichen Hof zu Rom. Und hier wusste Ignaz von Loyola seinen Leidenschaften so sehr zu schmeicheln, dass derselbe versprach, bei seiner Zurückkunft nach Frankreich die Sozietät in seinen besonderen Schutz zu nehmen. Das tat er dann auch redlich und ehrlich, natürlich aber nicht aus purem Freundschaftsgefühl gegen den heiligen Ignatius, sondern vielmehr aus rein eigennützigen Beweggründen, weil er sich von den Jesuiten eine kräftige Unterstützung zur Durchsetzung seiner Pläne gegen das verhasste hugenottische Ketzertum versprach und auch versprechen durfte. Genug übrigens, er verwandte sich aufs Eifrigste bei König Heinrich II. Von Frankreich für den Orden und letzterer erhielt infolgedessen durch den Patentbrief vom Januar 1550 die königliche Ermächtigung, in seinem Hause zu Paris ein Kollegium zu errichten, welches dieselben Rechte haben sollte wie die sonstigen Jesuitenkollegien im übrigen Europa. Nun jubelten die frommen Väter, allein sie jubelten zu früh, denn es fehlte noch etwas, nämlich die Einwilligung des Parlaments. Das, ja, Peter ist das dann, ne? Parlaments? Ne, Väter, ja. Die Einwilligung des Parlaments, das ist des obersten Gerichtshofs von Paris. Auch hier gehen wir kurz in eine Fußnote unten auf der Seite rein, in der wir lesen, Parlament kommt von parler, ja, das französische Wort für sprechen, und bedeutet ursprünglich eine zu öffentlicher Beratung dieses oder jenes Aktes zusammenberufene Versammlung. Deutsche, hört gut zu, sage ich mal eben. Was heißt das Parlament? Später im 12. Jahrhundert legte man dem französischen aus dem höchsten Adel bestehenden Reichsrat diesen Namen bei und noch später dem von diesem Reichsrat ernannten Ausschusse, welcher die Prozesse der Pairs verhandelte. Aus diesem Ausschusse aber wurde nach und nach eine stehende Gerichtskommission, eine Art Obertribunal, in das nur geprüfte Rechtsverständige gewählt werden durften, und um die Unabhängigkeit dieses Gerichts zu sanktionieren, setzte man anno 1468 fest, dass ein Mitglied desselben seine Stelle nur durch richterliches Urteil verlieren könnte. Somit war das Parlament von Paris, wie es im 16. Jahrhundert bestand, ein sehr gewichtiges Tribunal, aber ein rein richterliches und hatte mit dem, was wir jetzt unter Parlament verstehen, keine Ähnlichkeit. Und so ist es ja heute auch. Was wir heute unter Parlament verstehen, hat da auch keinen Zusammenhang mit. Und von parler, ja, geredet wird da viel, nur leider nur belangloser Quatsch. Der König von Frankreich, fahren wir fort, war nämlich keineswegs ein so unumschränkter Monarch wie sein Kollege von Spanien oder wie der von Portugal, sondern es galt seit Jahrhunderten als ein unantastbarer Brauch, dass die königlichen Ordonnanzen, Erlasse und Gebiete und Edikte, königliche Ordonnanzen, Erlasse und Edikte nur dann Gesetzeskraft hätten und von der französischen Nation befolgt werden müssten, wenn dieselben vom Parlament als dem obersten richterlichen Tribunal in sein Protokoll eingetragen oder, wie man sich ausdrückte, einregistriert seien. Und somit vertrat das besagte Tribunal sozusagen die Stelle einer Ständekammer. Wohlverstanden übrigens, einer Ständekammer nur für Altfrankreich, das ist für den Teil des französischen Reichs, der von alters her zum Krongebiet der französischen Könige gehörte. Die übrigen, allerdings weit kleineren Teile des Reichs, welche erst später entweder durch Einziehung der Lehen oder durch Eroberung gewonnen wurden, hatten weder ihre eigenen Obertribunale oder Parlamente, und es musste also ein königliches Dekret, wenn es für ganz Frankreich gültig sein sollte, von allen Parlamenten registriert sein.
Doch stellten sich die Provinzialparlamente nur selten mit dem von Paris in Widerspruch, weil dieses eines besonderen Ansehens genoss. Und wenn es je geschah, so traten die sämtlichen Gerichtshöfe in eine Korporation zusammen, auf der dann die Mehrheit der Stimmen entschied. Schauen wir uns mal eben die zweite Fußnote an, die hier eingeleitet wird, wo wir gerade eben gelesen haben, hier mit den zwei Sternen. Wo war das denn in dem Text hier? Achso, hier oben ist ja der Text, ne? Also hatten die der Rest in Frankreich hatten ihre eigenen Obertribunal oder Parlamente, und hier steht dann eben, solche Parlamente bestanden seit 1302, ja? Also während es hier bereits in 1200 und passierte, im 12. Jahrhundert, ist es hier erst seit 1302, also zu Anfang des 14. Jahrhunderts, zu Toulouse. Toulouse, ganz wichtig, das ist da im Süden von Frankreich, wo vor allen Dingen die Waldenser und die Albigenser lebten in der Zeit. Seit 1451 zu Grenoble, seit 1462 zu Bordeaux, seit 1476 zu Dijon, seit 1499 zu Rouen, seit 1501 zu Aire, seit 1553 zu Rennes, seit 1620 zu Pau, seit 1633 zu Metz, seit 1656 zu Douai und seit 1775 zu Nancy. Ja, das sind die anderen Parlamente hier, von denen wir gerade eben sprachen. Selbstverständlich übermachte König Heinrich II. Seinen den Jesuiten erteilten Patentbrief sogleich dem Parlamente von Paris und verlangte dessen Einregistrierung, also dessen Einregistrierung. Allein der Hohe Gerichtshof ließ den Fall von seinen Prokuratoren Bruislard, Marillac und Séguier prüfen, und diese erklärten strichweg, also schlichtweg sagen wir heute, Frankreich bedürfe keines neuen Ordens, insbesondere keines solchen, der von Rom mit Kremptionen, da weiß ich jetzt nicht, oder das Wort verstehe ich jetzt hier nicht, aber wahrscheinlich mit einer Macht begünstigt ist, ja, so kurioser Art begünstigt sei, wie die Sozietät Jesu. Ja, also was die Kremptionen hier sind, das Wort ist mir nicht bekannt. Die Herren Supplikanten, das ist die Jesuiten, möchten also nur immerhin zu den Mauren und Muhammedanern reisen, um diese zu bekehren. In Frankreich könne man sie nicht gebrauchen. Ja, da sage ich mal, die Franzosen haben hier doch Eier in der Hose. Diese abschlägige Antwort nahm der stolze Kardinal von Lothringen als eine Beleidigung auf, und er drang also von Neuem in den König, seinen Patentbrief beim Parlamente durchzusetzen. Auch gelang es ihm richtig, den Regenten zu einer stärkeren Willensmeinung anzustacheln, und Heinrich II. Befahl sofort dem Gerichtshof, den Brief augenblicklich zu registrieren. Da zeigte nun aber letzterer seine Unabhängigkeit von der königlichen Willkür und übergab statt dem Befehle zu gehorchen, die sämtlichen Akten, also die Supplik der Jesuiten, den Patentbrief Heinrich II. Und die verschiedenen päpstlichen Bullen, welche die Sozietät Jesu betrafen, sowohl dem Erzbischofe zu Paris als auch der Sorbonne, um sie des Näheren zu prüfen und zu begutachten. Gustave du Bellay, so hieß der Erzbischof, nahm sich Zeit und ebenso tat, trotz allem Drängen des Königs, die theologische Fakultät der Pariser Universität, welche damals von keiner anderen in der Welt an Gelehrsamkeit, Gründlichkeit und Talent übertroffen wurde. Endlich, nach 2 Jahren wurden sie fertig. Und merkwürdigerweise stimmte ihr beiderseitiges Urteil so ziemlich überein, sowohl allerdings das des Erzbischofs viel gemäßigter ausfiel als das der Sorbonne. Ersterer, also der Erzbischof, erklärte nämlich, dass die Jesuiten von den Päpsten erteilten Privilegien nicht nur dem gemeinen Rechte, sondern insbesondere auch der Würde und dem Ansehen der Bischöfe und Universitäten zuwider seien,
und gab schließlich seine Meinung dahin ab, Zitat, es sei ratsamer, den Supplikanten an der türkischen Grenze Häuser zu bauen, von wo aus sie die Heiden belehren könnten, als ihnen inmitten der Christenheit Niederlassungen zu gestatten. Junges, also das finde ich ja ein ganz tollen Satz. Das muss man sich ja schon fast einrahmen. Es sei ratsamer, den Supplikanten, also den Jesuiten hier, an der türkischen Grenze Häuser zu bauen, von wo aus sie die Heiden bekehren könnten, als ihnen inmitten der Christenheit Niederlassungen zu gestatten. Nun abgesehen davon, dass die sogenannte Christenheit hier Katholizismus ist, das lasse ich jetzt mal eben außer Betracht, finde ich das eine absolut herrliche Bemerkung, die der Erzbischof hier nach zweijähriger Prüfung hinschreibt. Es sei ratsamer, den Supplikanten an der türkischen Grenze Häuser zu bauen, von wo aus sie die Heiden bekehren könnten, als ihnen inmitten der Christenheit Niederlassungen zu gestatten. Nun, die Sorbonne aber sagte, und notabene dieses Urteil wurde in der Schlusssitzung vom 1. Dezember 1554 einstimmig gefasst, wörtlich so, Zitat, diese Gesellschaft, welche sich ohne irgendein Recht dazu zu haben, den Namen Jesu anmaßt, welche ohne Unterschied strafbare, ehrlose und infame Leute aufnimmt, deren Mitglieder in keinem Stücke, weder in Gebräuchen, noch im Gottesdienste, noch in der Lebensweise und Kleidung, wie doch Mönche sonst tun, sich von den Weltpriestern unterscheiden, diese Gesellschaft, welche in Predigt und Lehramte sowie in Beziehung auf die Austeilung der Sakramente im geraden Widerspruch mit den Rechten der Bischöfe und Ordinariate, im Widerspruch mit der ganzen bisherigen hierarchischen Ordnung und zum größten Nachteil sowohl der übrigen Orden als der Fürsten und weltlichen Herren, sowie auch zur Beeinträchtigung der Universitätsfreiheiten und zur großen Beschwerde des Volks so viele verschiedene Privilegien, Indulten und Freiheiten von Seiten des päpstlichen Stuhls erteilt worden sind, diese Gesellschaft schändet den ganzen übrigen Mönchstand, entkräftet die mühsame und fromme Übung der Jugend in der einsamen Zelle, veranlasst die Mitglieder anderer Orden, ihr Gelübde zu entheiligen, entzieht den Gläubigen dem Gehorsam und der Unterwerfung, welche sie ihren rechtmäßigen Seelsorgern schuldig sind, beraubt geistliche wie weltliche Obrigkeiten ihrer Rechte und verursacht in beiden Ständen Unruhen sowie bei dem Volke viele Beschwerden, Streitigkeiten, Spaltungen und eine Menge von anderen Unordnungen. Ja, wenn man mit einem Worte alles zusammennehmen will, so scheint diese Gesellschaft zur Gefährdung des Glaubens, zur Störung des Kirchenfriedens, zur Untergrabung der Mönchszucht und überhaupt mehr zum Niederreißen als zum Aufbauen bestimmt zu sein. Ende. Zitat. Ich habe also wirklich schon sehr viel in meinem Leben gelesen. Aber dieser erste Satz, der über beinahe eine ganze Seite ging, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gelesen. Ich muss mir mal eben hier eine Note nehmen für Seite 233. Da muss ich nachher eine Kopie von machen. Den Satz, den rahme ich mir ein. Was hier die Sorbonne über die Jesuiten urteilt. Von hier oben, diese Gesellschaft, bis hier zu den Unordnungen. Da kommt erst der Punkt. Das ist alles ein einziger Satz. Und nicht nur, dass es ein einziger Satz ist, aber dieser ein einzige Satz beschreibt die Gesellschaft Jesu in einer Art und Weise, wie man sie, glaube ich, treffender Schwierigkeiten hat, sie sonst beschreiben zu können. Und man muss sich das ja mal vorstellen. Das kommt von der Sorbonne, wie wir ja gerade gelernt hatten, die theologische Fakultät der Universität von Paris. Aber was ist daran jetzt so wichtig? 1534, als die Jesuiten errichtet wurden von Ignatius Loyola, wie wir am Anfang dieses Buches gelesen hatten,
wurde sie errichtet in Frankreich, und zwar in Paris. Und dieses Paris kehrt sich so dermaßen gegen die Jesuiten. Dazu muss man natürlich ein größeres allgemeines Verständnis haben. Zum Begriff Frankreichs mit der römischen Kirche. Kardinal Berthier von Napoleon war nicht der Erste, wo Frankreich Probleme hatte mit dem Papst. Wir erinnern uns an die Zeit der Tempelritter. Wir erinnern uns, dass in Frankreich die katholische Kirche immer einen besonderen Status hatte. Die gallische Kirche war eine andere Kirche als die pure römisch-katholische Kirche. Ich hatte das ja auch schon erwähnt in Lesungen von, weiß ich, Herrscher des Bösen, kann das sein, dass ich es darin erwähnt hatte, sonst kam es später vor, in Alle Wege führen nach Rom. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, in welchem Video ich was gesagt hatte, weil wenn man diese politischen Zusammenhänge mehr und mehr begreift, dann weiß man nicht mehr, was man wo gesagt hat. Aber schlussendlich ist der Schlussstrich, den ich jetzt darunter ziehen kann, der folgende, dass eben Frankreich immer eine besondere Stellung hatte gegenüber dem Vatikan. Weil Frankreich hat die Vormachtsanstellung des Papstes als absoluter Souverän niemals richtig anerkannt. Im weltlichen Sinne, im spirituellen Sinne ja, aber nicht im weltlichen Sinne. Frankreich hat da immer sein eigenes, sein eigenes Brot gebacken, aber da gibt es so ein Sprichwort im Deutschen, da komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Könnt ihr mir ja in die Kommentare reinschreiben. Hat da jedenfalls Frankreich immer sein eigenes Ding gemacht und die hatten nie den ultramontanen Gedanken, der natürlich von den Jesuiten ausgeht. Ne? Was heißt, der Papst ist der absolute Herrscher, sowohl spirituell wie auch weltlich. Da haben sie sich in Frankreich nie mit abfinden können und hatten immer eine Trennung gehabt, hatten gesagt, dem Papst spirituell, kirchlich, geistlich akzeptieren wir seine Führerschaft, aber im Weltlichen, im Zivilen akzeptieren wir das nicht. Und das jetzt ausgerechnet die theologische Fakultät in der Sorbonne diese Dinge aussagt, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass zu diesem Zeitpunkt die Sorbonne noch nicht jesuitisch unterwandert war, was sie heute natürlich ist. Ich glaube, dass man das heute der Sorbonne nicht mehr, die Sorbonne nicht mehr sagen hören würde, was sie hier sagt. Aber hier sehen wir auch vom Jahr 1554, und das ist ja gerade mal 14 Jahre nach Errichtung des Ordens durch den Papst oder 20 Jahre nach Errichtung des Ordens durch Loyola in Paris selber, 1534. Damals waren sie noch nicht so darin. Aber dieser eine Satz, das ist wirklich der Hammer. Ja? Jetzt möchte ich nochmal eben weiter gucken, wie weit geht denn das hier noch? Nicht, dass ich sage, wir machen jetzt Schluss und dann machen wir nächstes Mal noch zwei Seiten oder so. Das geht anscheinend noch ein paar Seiten weiter. Dann kommen wir mit der Stunde hier sowieso nicht hin. Dann machen wir hier eben mal kurz eine Wiederholung dieses Satzes und dann möchte ich wohl hier für heute die Lesung hier beenden, wo wir jetzt knapp eine Stunde dann erreicht hatten. Aber diesen Satz, den finde ich, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und den möchte ich jetzt eben noch einmal lesen. Also die Sorbonne. Und notabene wurde dieses Urteil in der Schlusssitzung vom 1. Dezember 1554 einstimmig gefasst. Die Sorbonne urteilte wörtlich so, Zitat: Diese Gesellschaft, also die Gesellschaft Jesu, welche sich ohne irgendein Recht dazu zu haben, richtig, weil alle Rechte, die die Gesellschaft hat, sind nur Rechte, die sie sich selbst gegeben hat oder die ihnen von dem gegeben wurden, der auch keine Rechte vergeben kann, nämlich dem Papst. Also, ohne ein Recht dazu zu haben, die sich den Namen Jesu anmaßt, ohne Unterschied strafbare, ehrlose und infame Leute aufnimmt, deren Mitglieder in keinem Stücke, weder in Gebräuchen noch im Gottesdienste, noch in der Lebensweise und Kleidung, noch wie doch Mönche sonst tun, sich von den Weltpriestern unterscheiden. Diese Gesellschaft, welche im Predigt- und Lehramte sowie in Beziehung auf die Austeilung der Sakramente im geraden Widerspruch mit den Rechten der Bischöfe und Ordinariate, im Widerspruch mit der ganzen bisherigen hierarchischen Ordnung und zum größten Nachteil sowohl der übrigen Orden
als der Fürsten und weltlichen Herren, sowie auch zur Beeinträchtigung der Universitätsfreiheiten und zur großen Beschwerde des Volkes so viele und verschiedene Privilegien, Indulten, also das sind hier Ablässe, und Freiheiten von Seiten des päpstlichen Stuhls erteilt worden sind, diese Gesellschaft schändet den ganzen übrigen Mönchstand, entkräftet die mühsame und fromme Übung der Tugend in der einsamen Zelle, veranlasst die Mitglieder anderer Orden, ihr Gelübde zu entheiligen, entzieht die Gläubigen dem Gehorsam und der Unterwerfung, welche sie ihren rechtmäßigen Seelsorgern schuldig sind, beraubt geistliche und wie weltliche Obrigkeiten ihrer Rechte und verursacht in beiden Ständen Unruhen sowie bei dem Volke viele Beschwerden, Streitigkeiten, Spaltungen und eine Menge von anderen Unordnungen. Ja, wenn man mit einem Worte alles zusammennehmen will, so scheint diese Gesellschaft zur Gefährdung des Glaubens, zur Störung des Kirchenfriedens, zur Untergrabung der Mönchszucht und überhaupt mehr zum Niederreißen als zum Aufbauen bestimmt zu sein. Ende Zitat. Also lautete das hochberühmte Urteil der Theologischen Fakultät zu Paris, und infolgedessen weigerte sich das Parlament unbedingt, dem Patentbrief des Königs Folge zu geben. Ja, und da werden wir heute mal aufhören und nächstes Mal fortfahren. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, fand ich eine sehr interessante Lesung, und wir sind anscheinend noch mal ganz am Anfang von Paris, weil wir sprechen vom Jahr 1554. 14 Jahre nach der Ordination des Jesuitenordens durch Antichristpapst Paul III. Und wir werden noch lernen, wie in Frankreich die weitere Entwicklung des Jesuitenordens ging. Ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Lesung. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich habe euch ein wenig anregen können, um eure eigenen Untersuchungen anzustellen, nicht nur in diesem Gebiet oder auf diesem Gebiet, sondern auch auf anderen Gebieten, vor allen Dingen nicht vergessen, auch immer dem Gebiet der Bibel. Für heute sei es genug. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.